So I was asked to give a talk on the thousand-armed Avalokiteshvara. Also ich wurde gebeten, einen Vortrag zu halten über den tausendarmigen Avalokiteshvara. And to see the thousand-armed Avalokiteshvara as a symbol for the order. Und den tausendarmigen Avalokiteshvara als ein Symbol für unseren Orden zu sehen. I find some of the images in Buddhism a bit strange. Also ein paar von den Symbolen, die es im Buddhismus gibt, finde ich ein bisschen seltsam. Yeah. So I thought I would talk about images first of all. Und deswegen dachte ich, werde ich zuerst über Bilder sprechen. And as a species, we use images. Und wir als Spezies benutzen Bilder. Yeah. Bildnisse. We can go all the way back and see cave paintings from Stone Age man. Yeah? Also wir können aus dem Steinzeitalter können wir Höhlenbilder sehen. Yeah. And so they seem to be important to us. Und es scheint so, dass die sehr wichtig für uns sind. And I can imagine somebody having killed a bull being quite proud and having it painted on the wall. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der einen Bullen getötet hat, sehr stolz darauf war und dann wurde das an die Höhlenwand gemalt. I can also imagine him telling a story about it for years afterwards. Yeah? Ich kann mir auch vorstellen, dass Jahre danach immer noch diese Geschichte erzählt. It would be as good as television. Yeah? Und das war wahrscheinlich genauso gut wie Fernsehen. Yeah. Here is Ig who fell on his backside. Yeah. Here is Ig. That's the caveman. So. Also hier ist Ig. Yeah, it's upside down. Anyway, okay, good. So, and in our own mind, we have lots of pictures. Und auch in unserem Geist haben wir ständig ganz viele Bilder. It's like in our own head, it's like a collection of postcards, yeah? Also als ob so in unserem Kopf eine Sammlung an Postkarten als es gäbe. Yeah. And we're also good at drawing pictures. Und es fällt uns auch leicht, Bilder zu malen. And this is a way of us communicating what we can see in our mind to another person. Und das ist eine der Arten, wie wir mit jemandem kommunizieren können, was in unserem Geist passiert. So the talk will be about the following. Also der Talk, also im Vortrag geht es jetzt um das Folgende. How images help our understanding. Also wie Bilder uns helfen, uns selbst zu verstehen. How images help us communicate. Wie Bilder uns helfen zu kommunizieren mit anderen. How our dreams use images to communicate with us. Und wie zum Beispiel unsere Träume uns helfen, mit uns selbst zu kommunizieren. And how we can communicate with our unconsciousness, unconscious, using images. Und wie wir mit unserem Unterbewusstsein kommunizieren können, indem wir Bilder benutzen. I'd like then to talk about the effect Buddhist images can have on us. Und dann möchte ich ein bisschen darüber sprechen, welchen Effekt buddhistische Bildnisse auf uns haben. Finally, I will talk about the thousand-armed Avalokiteshvara. Und dann werde ich über den tausendarmigen Avalokiteshvara sprechen. And then I'd like to say how we choose the world we live in. Und dann werde ich darüber sprechen, wie wir die Welt wählen, selber wählen, in der wir leben. So, images can help us to understand. Also Bilder können uns helfen zu verstehen. Sometimes life is so hard we cannot understand it. Manchmal ist das Leben so schwer, dass wir das nicht verstehen können. And then we see a symbol or an image and we have a better understanding. Und dann sehen wir ein Bild oder ein Symbol und auf einmal verstehen wir Dinge besser. My sister is a nurse. Meine Schwester ist eine Krankenschwester. She visits families. Sie besucht Familien. And one family was having real problems. Und eine Familie hatte richtige Probleme. They had one child. Sie hatten ein Kind. That was okay. Das war okay. Then they had two children. Und dann hatten sie zwei Kinder. And that was not okay. Und das war nicht in Ordnung. They couldn't work it out. Sie konnten das nicht verstehen. Everything was different. Alles war anders. And my sister said to them, in the past you were a triangle. Und dann sagte meine Schwester, in der Vergangenheit wart ihr ein Dreieck. Now you are a square. Und jetzt seid ihr ein Viereck. And the people said, oh, that's true.
Und dann sagten die Leute, ah, ja, das stimmt. And everything became clearer. Und alles wurde viel klarer. I heard a very sad story, possibly on the radio. Also ich habe wahrscheinlich im Radio hatte ich eine sehr traurige Geschichte gehört. And it was a soldier from the First World War. Und es war ein Soldat aus dem Ersten Weltkrieg. And his battalion was in a charge, an attack. Und sein Bataillon war in einem Angriff. And a machine gun killed everybody but him. Und die Maschinengewehre töteten alle bis auf ihn. So they rebuilt the battalion. Also wurde das Bataillon wieder neu aufgebaut. And a second time, everybody was killed but him. Und auch beim zweiten Mal wurden alle umgebracht bis auf ihn. And after the war, he was crazy. Und nach dem Krieg war er verrückt. And he couldn't understand what had happened. Und er konnte einfach nicht verstehen, was da passiert ist. And one day he was watching the corn being cut in the fields by a combine harvester. Und eines Tages sah er, wie im Feld, wie das Feld von einem Mähdrescher gepflügt wurde. And he saw that after the machine had gone past, there were just two or three pieces of corn standing there. Und als die Maschine durch das Feld gepflügt hatte, sah er, dass nur noch zwei oder drei Halme da stehen geblieben waren. And he said, ah, that's me. Und dann sagte er, ah, das bin ich. And suddenly he found peace. Und auf einmal hatte er wieder Frieden mit sich selbst. And so the image helped him understand what had happened. Und so hat das Bild ihm geholfen zu verstehen, was da in seinem Leben passiert ist. Mm-hmm. Sometimes images can motivate us. Manchmal können uns Bilder motivieren. I love the idea of the lone cowboy. Also ich liebe das Bild des einsamen Cowboys. And you have, who's it, Winnetou here, yeah? Wir haben Winnetou und Old Shatterhand. Yeah. And this really is an image of independence. Und das ist wirklich so ein Bild für Unabhängigkeit. And you also have the sort of the image of the team. Und dann gibt's das Bild des Teams. And I love the film The Seven Samurai. Und ich liebe den Film Die Sieben Samurai. Each samurai is different. Jeder der einzelnen Samurais ist ganz anders als der andere. But they work together as a team. Aber sie arbeiten zusammen als Team. And this is quite a powerful myth. Yeah. Und das ist ein sehr, sehr kraftvoller, machtvoller Mythos. And when I was a rugby player, I really felt this myth. Und als ich ein Rugbyspieler war, dann habe ich wirklich diesen Mythos in mir gespürt. When I was about 6 years old, the Christian missionaries came to my school. Als ich ungefähr 6 Jahre alt war, kamen die christlichen Missionare zu meiner Schule. And they gave us a new picture, yeah? Und sie haben uns ein neues Bild gegeben. And the missionary would drive through the jungle on his motorbike in Africa. Und dieser Missionar fuhr auf seinem Motorrad durch den Dschungel in Afrika. And he would have his little black altar server on the back. Und er hatte so einen kleinen Altar hinten auf seinem Rücken. Yeah, and he would go into the jungle and set up a little altar and say mass. Und dann ist er mitten in den Dschungel hineingefahren und hat irgendwo seinen Altar aufgestellt und hat die Messe gehalten. And the missionaries wrote to me for quite a long time. Und diese Missionare haben mir dann eine ganze Weile noch Briefe geschrieben. And they laid in me this myth of the missionary. Und sie haben somit dieses Fundament in mir gelegt, des Missionars. Which is probably why I'm in Germany. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich jetzt in Deutschland bin oder war. Some images don't work very well. Also manche Bilder funktionieren einfach nicht. My mother has this picture of the perfect mother with her happy children. Also meine Mutter hat das Bild in sich von der perfekten Mutter mit den glücklichen Kindern. And when one of the children is not happy, my mother is not happy. Und wenn dann eins der Kinder nicht glücklich ist, dann ist sie auch nicht glücklich. And it causes her so much pain. Und das bringt ihr so viel Leid. And my grandmother was the same. Und meine Großmutter war genau die gleiche. And so my mother gives all the energy to the child which is not happy. Also gibt meine Mutter ihre ganze Energie dem Kind, das nicht glücklich ist. And the other children are jealous. Und dann sind die anderen Kinder eifersüchtig. Yeah.
So it was hard to understand all this. Also das war gar nicht leicht, das alles zu verstehen. There was a lot of pain between my brothers and sisters. Es gab eine Menge an Leid zwischen meinen Brüdern und Schwestern. And they said, why I have a, there is an alcoholic in our family. Und bei uns in der Familie gibt's einen Alkoholiker. So why is the alcoholic getting all the attention? Und wir haben uns dann gefragt, warum bekommt der Alkoholiker die ganze Aufmerksamkeit? So I gave my brothers and sisters a new picture. Also habe ich meinen Brüdern und Schwestern ein neues Bild gegeben. And I remembered in the circus there is usually a Chinese man spinning plates. Und im Zirkus gibt's normalerweise so diese Chinesen, die Teller drehen. Yeah? And he'll have about 5 or 6 plates all on sticks spinning. Und er hat so 5 bis 6 Teller, die er die ganze Zeit dreht. And then one of the plates will begin to fall. Und dann beginnt einer dieser Teller, der fängt an zu wackeln und zu fallen. And so this plate gets all of his energy. Und dann bekommt dieser Teller seine ganze Energie. And when I said this to my brothers and sisters, und als ich das zu meinen Brüdern und Schwestern sagte, they said, that makes sense. Sagten sie, ah, das macht Sinn. That's Mum. Das ist unsere Mutter. Yeah, she must do it, yeah? Sie muss es machen. So, there was a friend of mine, and he was a mechanic. Also ein Freund von mir, der war Mechaniker. And he had some difficulties with the spiritual life. Und er hatte Schwierigkeiten mit dem spirituellen Leben. Because he is a mechanic. Weil er Mechaniker ist. And he thinks he can just fix the spiritual life. Und er hatte das Gefühl, er könnte einfach das spirituelle Leben reparieren. And I want him to think of himself as a gardener. Und ich möchte, dass er sich selbst als einen Gärtner sieht. Or a farmer. Oder einen Bauern. The gardener, he plants the tomato seeds. Der Gärtner pflanzt die Tomatensamen. And he can see that next summer he will have lots of tomatoes. Und er weiß, dass nächsten Sommer er ganz viele Tomaten haben wird. The farmer knows that next summer he will have lots of fat pigs. Und der Bauer weiß, dass er den nächsten Sommer ganz viele dicke, fette Schweine hat. And it's real for him. Und es ist eine Realität für ihn. And it's like they have different pictures in their world. Und sie haben unterschiedliche Bilder in ihrer Welt. You can't just fix the spiritual life. Man kann das spirituelle Leben nicht einfach reparieren. Oder but you can set up the conditions that everything changes. Aber man kann die Bedingungen dafür schaffen, dass sich alles verändert. I'll say something now about dreams. Also ich sage jetzt ein bisschen was über Träume. Our dreams nearly always speak to us in images. Also unsere Träume sprechen fast immer zu us über zu uns in Bildern. Sometimes I see a newspaper in a dream and I try and read it. Manchmal sehe ich eine Zeitung in meinem Traum und dann versuche ich die zu lesen. But when I get near, none of the letters work. Aber wenn ich dann näher dran komme, dann verschwimmen die ganzen Buchstaben. Never. Yeah. Das hat noch nie funktioniert. Yeah. But dreams can make word plays. Aber in Träumen gibt es manchmal Wortspiele. And a friend of mine, Chakupala, said, I've had a strange dream. Und ein Freund von mir, Chakupala, sagte einmal, ich hatte da echt einen seltsamen Traum. He said, I've seen a traffic island full of Buddhist monks. Und er sagte, ich habe eine Verkehrsinsel gesehen, voller buddhistischen Mönchen. And they were Tibetan monks. Und es waren tibetische Mönche. I said, well, another word for traffic island in English is refuge. Und ich sagte ihm, dass das andere Wort, ein anderes Wort für eine Verkehrsinsel ist eine Zuflucht. So the Tibetan monks have all gone for refuge. Also die tibetischen Mönche haben alle Zuflucht genommen. And it worked. Und yeah. es funktionierte. And it was a wordplay by the unconscious, yeah? Und das Unterbewusstsein hatte da ein Wortspiel für ihn gemacht. Yeah. And over the years, my dreams, they show me the stages of my spiritual development. Und über die Jahre haben mir meine Träume immer die Entwicklung, meine spirituelle Entwicklung gezeigt. So, you know, I was brought up as a Catholic, Roman Catholic. Also ich wurde als Katholik erzogen. And I remember when I was first an order member.
Und ich erinnere mich dran, als ich das erste Mal ein Ordensmitglied war. I dreamt I was in a huge cathedral. Träumte ich, dass ich in einer riesigen Kathedrale wäre. And the wind just started in the cathedral. Und der Wind fing an zu wehen in der Kathedrale. And it threw me right up to the altar. Und es schmiss mich dann zum Altar. And then threw me out the side door. Und dann raus zum Seiteneingang. I remember another dream, I was digging in a cemetery. Und ich erinnere mich an einen anderen Traum, da habe ich auf einem Friedhof ein Loch gegraben. And I went very, very deep. Und ich bin dann sehr tief gegangen. And I went right down below all the bodies. Und ich bin immer tiefer unterhalb all die anderen Körper gegangen. And underneath it all was this enormous, perfect, white, pagan god. Und unter all dem war dann dieser perfekte, weiße, heidnische Gott. And I remember bringing up this great 3-meter-high pagan god. Und dann erinnere ich mich, wie ich dann diesen 3 Meter großen heidnischen Gott hinaufgebracht habe. And I woke up thinking, I'm doing quite well. Dann bin ich aufgewacht und dachte, oh, ich bin gut dabei. When I was living with a young Irish friend called Sugarba. Als ich mit einem jungen irischen Freund zusammen wohnte, der hieß Sugarba. I saw that he had tremendous spiritual ambition. Sah ich, dass er sehr große spirituelle Ambitionen hatte. In fact, it was too much. Und das war zu viel. And he wanted to develop so much that he was hurting himself. Und er wollte so stark sich weiterentwickeln, dass er sich selber dabei verletzt hat. And you couldn't tell him. Und man konnte ihm das nicht sagen. So I said, he was called Mick at the time, yeah? Also damals hieß er noch Mick. I said, the lotus is the symbol for the spiritual life. Und dann sagte ich ihm, der Lotus ist das Symbol für das spirituelle Leben. It opens at its own speed. Es öffnet sich in seiner eigenen, also er öffnet sich in seiner eigenen Zeit. You cannot speed it up. Also du kannst es den nicht schneller öffnen. You set up the conditions. Also du schaffst die Bedingungen. And you wait. Und dann wartest du. The next morning, Mick came downstairs. Also am nächsten Morgen kam Mick dann die Treppe runter. He said, I dreamt about a lotus last night. Und er erzählte mir, ich habe letzte Nacht von einem Lotus geträumt. And I had this huge iron bar. Und ich hatte diesen großen, dieses große Brecheisen. And I was opening the lotus with the iron bar. Und ich habe versucht, den Lotus mit einem Brecheisen zu öffnen. So you can see the communication of images going in two directions. Also ihr könnt sehen, dass die Kommunikation von Bildern in beide Richtungen gehen. So I'd like to say something about how images affect us, yeah? Also jetzt möchte ich ein bisschen darüber sprechen, wie uns Bilder, wie Bilder einen Effekt auf uns haben. When I was a boy, we played football. Als ich ein Junge war, haben wir immer Fußball gespielt. We weren't very good. Wir waren nicht sehr gut. The best of us weren't very good. Aber die besten von uns waren nicht wirklich gut. Years later, when I was a teacher, I watched young boys playing football. Und Jahre später, als ich dann selbst Lehrer war, sah ich zu, wie die Jungs Fußball gespielt haben. They were amazing. Und die waren echt super. And they could bounce the ball on their heads, yeah. Und die konnten den Ball auf ihrem Kopf balancieren. Yeah, kick the ball from behind over their heads, yeah. Und konnten ihn über ihren Kopf von hinten kicken. Yeah. And what they were doing was worshiping footballers. Und alles, was die gemacht haben, sie haben die Fußballer verehrt. Yeah. Fußballstars. They would have their own football hero. Also jeder hatte seinen eigenen Fußballhelden. And they would study him on the television, yeah? Und die haben den am Fernseher, vom Fernseher genau studiert, was der macht. Yeah. And they would have posters of these footballers, yeah? Und dann hatten die natürlich ihre Poster mit den Fußballern. And sometimes you would have a poster of the whole team in rows. Und manchmal hatte man ein Bild von dem ganzen Team so in Reihen. But sometimes you would have a large picture of their hero.
Und manchmal hatte man aber ein Bild, wo der Held in der Mitte war und ganz groß. And then around in small pictures the rest of the team. Und dann drumherum, so viel kleiner, war das der Rest vom Team. So you would have Philip Lahm in the middle. Also hat man Philip Lahm in der Mitte. And then you'd have the rest of the German team around the outside. Yeah? Und dann das, den Rest vom deutschen Team drumherum. This is a mandala. Dies ist ein Mandala. This is the same as any Buddhist mandala. Das ist genau das gleiche wie jedes buddhistische Mandala. You put your favorite Buddha in the middle. Also in der Mitte findest du deinen Lieblingsbuddha. You make him very large. Du machst ihn sehr groß. And then you put little Buddhas round the outside. Und dann sind da die kleinen Buddhas drumherum. It's exactly the same. Das ist genau das gleiche. And you can actually go downstairs to the toilets, yeah? Und ihr könnt runtergehen zur Toilette. And you see a photo of the order. Und da seht ihr ein Bild vom Orden. And it's not a mandala. Also es ist kein Mandala. But you've got in the middle, you've got Sangharakshita. Aber in der Mitte habt ihr Sangharakshita. And either side his chief disciples. Und rechts und links von ihm seine Hauptschüler. And it's like the whole picture shows you how important Sangharakshita is. Und das ganze Bild zeigt einem einfach, wie wichtig Sangharakshita ist. Because one day a friend of mine saw Sangharakshita in a chemist shop. Also eines Tages sah ein Freund von mir Sangharakshita in der Apotheke. And he just looked like a funny little old man in a woolly hat. Und er sah einfach aus wie ein seltsamer alter Mann mit einem wollenden, mit einer wollenden Mütze. But in these photos you see how great he is, yeah? Aber in diesem Foto sieht man einfach, wie fantastisch großartig er ist. It gives you the context, yeah? Also es gibt dir einen Kontext. So, the boy picked his football hero, yeah? Also der Junge hat seinen Fußballhelden ausgewählt. We in the order pick a Bodhisattva or a Buddha. Also wir im Orden wählen einen Bodhisattva oder einen Buddha. And we worship this Buddha or Bodhisattva. Und wir verehren dann diesen Buddha oder Bodhisattva. And just like the football boy, we have pictures of our Bodhisattva. Yeah? Und genauso wie dieser Junge von seinem Fußballstar haben wir auch Bilder von unseren Buddhas und Bodhisattvas. Now, I said how the little boys became very good at football. Und ich hatte ja vorhin erzählt, wie die Jungs dann sehr gut im Fußball spielen werden. Yeah, through worship, yeah. Indem sie ihn verehren. Yeah, and we can do the same with sacred pictures in the order. Und wir können das Gleiche machen mit heiligen Bildern im Orden. Yeah, so an order member takes on a Bodhisattva. Also ein Ordensmitglied wählt einen Bodhisattva. Some people might say the Bodhisattva takes on the order member. Yeah. Manche Leute würden sagen, dass der Bodhisattva das Ordensmitglied auswählt. And things happen. Und dann passiert etwas. My friend Pranyagupta had difficulties. Yeah. Meine Freundin Pranyagupta hatte Schwierigkeiten. She said, "Lalataratna, I don't understand it." Und sie sagte, Leitratna, ich verstehe das einfach nicht. Every day I visualize Padmasambhava. Jeden Tag visualisiere ich Padmasambhava. And my life is falling to pieces. Und mein Leben fällt auseinander. I said, of course it's falling to pieces. Und dann sagte ich, natürlich fällt dein Leben auseinander. Padmasambhava is the Bodhisattva of transformation. Padmasambhava ist der Bodhisattva der Transformation. She is being smashed to pieces before he builds her up, yeah? Also sie wird auseinandergerissen, bevor sie dann wieder zusammengefügt wird. Yeah. Two other friends, Tejananda and Ashoka Shri. Und zwei andere Freunde, Tejananda und Ashoka Shri. We were in the same team running businesses in London. Yeah? Also wir waren im gleichen Team in London, wo wir ein Geschäft geleitet haben. And both of them did the Manjugosha practice. Und beide von ihnen haben die Manjugosha Praxis gemacht. And this is the Bodhisattva of wisdom. Und das ist der Bodhisattva der Weisheit. And quite often in meetings they would have a very interesting point.
Und sehr oft, wenn wir so Teamtreffen hatten, dann hatten die beiden einen sehr interessanten Punkt. They had a completely different angle on things. Also die hatten eine vollkommen andere Sicht auf Dinge. And I thought it was to do with Manjugosha. Und ich glaube, es hatte ganz viel damit zu tun, dass sie diese Manjugosha-Praxis hatten. I have the Avalokiteshvara practice. Ich habe die Avalokiteshvara-Praxis. As the Sangadarshini. Und ich auch. I remember hearing from somebody called Stiramati. Yeah. Also ich hörte mal von Stiramati. He was walking in Oxford Street with Padmaraja. Der in, mit Padmaraja auf der Oxfordstraße spazieren gegangen ist. In London. Yeah. In London. And Stiramati saw a woman fall down across the street. Und Stiramati sah, wie eine Frau weiter weg auf der anderen Straßenseite hingefallen ist. And as he was looking at her, he saw somebody helping her up. Yeah. Und als er sie dann angeguckt hat, sah er, wie jemand ihr aufhalf. And he thought, I know that person. Und dann dachte er, ich kenne diese Person. You know, the helper, yeah? Also die Person, die da geholfen hat. And it was Padmaraja. Und es war Padmaraja. He had crossed the road so fast. Er hatte die Straße so schnell überquert. Yeah, that Stiramati hadn't seen him go. Dass Stiramati überhaupt nicht mitbekommen hatte, wie der gegangen ist. Yeah, and this is the Avalokiteshvara practice. Und das ist die Avalokiteshvara Praxis. It is fast. Die ist sehr schnell. Yeah, every day you visualize yourself saving beings. Yeah. Also jeden Tag stellst du dich dir selber vor, wie du Wesen rettest. Yeah. And I remember once sitting on the bus in London. Und ich erinnere mich daran, dass ich eines Tages saß ich im Bus in London. And I was at the back of the bus. Und ich war ganz hinten im Bus. And the bus was full. Und der Bus war voll mit Leuten. And the doors were closed. Und die Türen waren alle geschlossen. And I could see that a woman wanted to get off. Und ich sah, dass eine Frau raus wollte. And the driver was just about to drive away. Und der Fahrer war gerade dabei, wegzufahren. And I knew that the distance between this bus stop and the next was a big distance, yeah? Und ich wusste, dass die Strecke von dem einen Busstopp zum anderen Busstopp eine sehr lang war, sehr weit war. And I really wanted to help. Und ich wollte wirklich helfen. And everything was so loud, you could do nothing, und yeah? Alles war so laut, man konnte überhaupt nichts tun. And suddenly my left hand just pressed the button. Und auf einmal drückte meine linke Hand den Knopf, den. Yeah. And the bus driver just looked in the mirror. Und der Busfahrer schaute in seinen Rückspiegel. Opened the door. Öffnete die Tür. And the woman got out. Und die Frau konnte raus. And everybody looked at my left hand. Und jeder schaute auf meinen linken Finger. And I was going, Und ich machte, It wasn't me. Ich war das nicht. But I'll tell you one dramatic story. Aber ich erzähle euch jetzt eine sehr dramatische Geschichte. It was midnight in South London. Es war Mitternacht in Südlondon. And our restaurant manager said, somebody is hanging off the top floor of the multi-story car park. Und unser Manager sagte, dass jemand vom obersten Gebäude des Parkhauses hängt. Yeah. It was the 12th floor. Es war auf dem 12. Stockwerk. Well, I went up that staircase like a rocket. Also ich bin dann wie eine Rakete diesen Treppenhaus raufgerannt. And I was getting faster. Und ich wurde immer schneller. And I was so clear in my head. Und ich war ganz klar in meinem Geist. And I thought, this is the practice. Und ich dachte, oh, das ist die Praxis. And when I got to the top, there was a crazy man holding the man hanging off the roof. Yeah? Und als ich dann oben ankam, war da ein Mann, der war verrückt und der hatte einen anderen Mann an a rope? No, just holding his arms. Ah, hat seine Arme festgehalten und hat den von dem Parkhaus runtergehalten. And every time I stepped near, he went, get back, he says he'll jump. Und jedes Mal, wenn ich näher kam, dann hat er gesagt, bleib weg, ich springe. Yeah. And he kept lowering him. Und er hat den Mann immer weiter runtergelassen. And suddenly, I just leapt about 10 meters, yeah? No, I didn't, I ran 10 meters, yeah? Und auf einmal bin ich 10 Meter gerannt. And I got my hand under the man's trouser belt, yeah? Und dann habe ich meine Hand unter den Gürtel des Mannes gebracht. And I saw this man fly over my head, yeah? Und dann sah ich, wie der Mann über meinen Kopf zurückflog. And
One interesting thing after it, yeah? Und dann war eine interessante Sache danach. I thought, I'm a good guy. Ich dachte, ich bin ein guter Kerl. Yeah, every atom in my body wanted to help him, yeah? Also jedes Atom in mir wollte diesem Mann helfen. You know, and all that Catholicism and those teachers which said I was a bad boy. Und all diese Katholiken und diese Lehrer, die gesagt hatten, ich wäre ein schrecklicher Junge. Was all gone. Hat sich alles aufgelöst. Yeah, yeah, yeah. Sometimes the picture, the image can almost be a door to another world. Manchmal kann das Bild fast wie eine Tür in eine andere Welt sein. So I used to do research for my visualization practice. Also ich habe manchmal so ein bisschen nachgeforscht, weil ich mehr wissen wollte über meine Visualisationspraxis. There were jewels in my visualization practice. In der Visualisationspraxis gab's Juwelen. So I would go to a jeweler's shop and look at jewels. Also bin ich dann zum Juwelier gegangen und habe mir Juwelen angeguckt. Sometimes I'd look at lovely costumes for my Bodhisattva. Manchmal habe ich mir wunderschöne Stoffe angeguckt für meinen Bodhisattva. And a number of times I went to Kew Gardens in London to see the lotuses. Und ganz oft bin ich dann zu den Kew Gardens Gärten in London gegangen, um mir die Lotusse anzuschauen. And it is lovely to look at lotuses. Und es ist wunderschön, sich Lotusse anzugucken. It's like they belong to a different world. Es ist so, als ob die zu einer anderen Welt gehören. And one day I was in the room with the lotus palm. Und eines Tages war ich in diesem Raum, wo es den Lotusteich gab. And the room is not as big as this room, it's smaller, yeah? Und der Raum ist kleiner als dieser Raum. And there was a young woman cleaning the lotus pond. Und da war eine junge Frau und sie hat diesen Lotusteich gesäubert. And she was quite deep in the water, up to about here. Also sie war so ungefähr bis zur Hüfte im Wasser. And I was a fairly young man then. Und ich war noch ein sehr junger Mann zu der damaligen Zeit. I thought she was quite attractive. Und ich dachte, oh, die ist aber sehr attraktiv. And then she bent forward and I saw her naked breast. Yeah? Und dann hat sie sich vorgebeugt und ich sah ihre nackte Brust. I thought, this is quite nice. Und ich dachte, oh, das ist aber nett. And she had a pair of shears, yeah? Und sie hatte ein paar Zangen. Yeah. And she cut two blue lotuses. Und sie hat dann zwei blaue Lotusse abgeschnitten. Yeah. And then she walked towards me. Yeah. Und dann ist sie in meine Richtung gegangen. And there were all the waves on the water. Und da waren diese Wellen auf dem Wasser. And suddenly, the whole world changed. Und auf einmal veränderte sich die ganze Welt. And it's like behind this world there's another one. Also hinter dieser Welt gibt es eine andere Welt. And for a moment it was like I was with the Bodhisattva. Und für einen Moment hatte ich das Gefühl, ich wäre mit dem Bodhisattva. Everything was absolutely higher than real. Yeah? Also alles war viel feiner, höher als in Realität. Ja. Yeah. It's like I'd seen into another world. Yeah? Es war so, als hätte ich eine andere Welt gesehen. And when I came home, I looked for a picture of Tara. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich mir ein Bild von Tara rausgesucht. And the only big difference I saw. Und die einzige Unterschied, den ich sah, is that the woman in the lotus pond had the two blue lotuses in one hand. Und den einzigen Unterschied, den ich dann wahrnehmen konnte, dass die Frau, die in dem Lotusteich stand, die zwei Lotusse in einer Hand hatte. But the normal Tara pictures, she has a blue lotus in each hand. Und bei den normalen Tara-Bildern hat sie einen blauen Lotus in jeder Hand. So far I've talked about what? We use pictures, yeah? Like the cavemen, yeah? Also bis jetzt habe ich darüber gesprochen, dass wir Bildnisse benutzen wie der Steinzeitmensch. I've said how pictures can help us, like the poor soldier who saw all his friends dead, yeah? Also ich habe auch darüber gesprochen, wie uns Bilder helfen können, also wie der Soldat, dem seine ganzen Freunde gestorben waren. Yeah, pictures can affect and control our lives, like the missionaries, yeah?
Also Bilder können einen Effekt auf uns haben oder unser Leben kontrollieren, wie das Bild der Missionare. And dreams can talk to us through images. Und Träume können zu uns sprechen durch Bilder. Yeah, and images like Bodhisattvas can affect our behavior. Yeah. Und Bilder von Bodhisattvas können unser Verhalten verändern. So I'm now ready to talk about Avalokiteshvara. Also jetzt bin ich bereit, über Avalokiteshvara zu sprechen. So the talk can begin. Also jetzt kann der Vortrag beginnen. Good. Sorry. So, Avalokiteshvara. We have the image upstairs and the larger image downstairs, yeah? Also wir haben das kleinere Bild hier und unten, habt ihr wahrscheinlich gesehen, ist das große Bild von Avalokiteshvara. We see him with 11 heads. Also wir sehen ihn mit 11 Köpfen. Good. Now, why 11 heads? Warum 11 Köpfe? It's so that Avalokiteshvara can see in all directions. Also der hat 11 Köpfe, damit Avalokiteshvara in alle Richtungen sehen kann. So I think he's got one for north, one for south. Für Norden und für Süden. East, west. Yeah. Osten und Westen. The points in between. Also die Punkte dazwischen. So that is 8, yeah. Das sind 8. Above, below. Oben und unten. And one in the middle. Und einer in der Mitte. Yeah. So head for every direction. Okay? Also ein Kopf für jede Richtung. Okay. He has 1,000 arms. Er hat 1,000 Arme. And each hand has an eye in it. Und jede Hand hat ein Auge in der Hand. And the image, it is strange. Und das Bild ist irgendwie seltsam. When do you see somebody with 1,000 arms? You know? Wenn du jemanden siehst mit 1,000 Armen? Yeah. In the discotheque. In der Disco? When the strobe light is flashing, also wenn das Stroboskop blinkt, and you move your arms, und du dann deine Arme bewegst, you've got hundreds of arms. Hast du hunderte von Armen. And you move your head, you've got lots of heads. Und du bewegst deinen Kopf und du hast ganz viele Köpfe. So if you like, you can imagine this is a normal Bodhisattva with a strobe light. Yeah? Also kannst du dir vielleicht vorstellen, das ist ein ganz normaler Bodhisattva, aber der ein Stroboskop hat. Yeah? I mean, the Spanish and French cubists painted this. Yeah? Also die französischen und spanischen Kubisten haben das gemalt. You would see somebody with lots of legs and arms and heads coming down a staircase, yeah? Also man sieht jemanden mit ganz vielen Armen und Köpfen, der eine Treppe runterkommt. It's a way of painting time. Es ist eine Art und Weise, wie man Zeit malt. And I've seen a Chinese painting of an emperor visiting a city. Und ich habe mal ein Bild gesehen von einem chinesischen Kaiser, der eine Stadt besucht hat. And you see the emperor four times in one picture. Und in diesem einen Bild sieht man den Kaiser viermal. You see the ship out at sea. Also man sieht das Schiff auf der See. And then he's again there in the harbor. Und dann ist er da im Hafen. And then he's visiting people in the city. Und dann besucht er Leute in der Stadt. And the Chinese have no problem with this. Und die Chinesen haben damit kein Problem. It's a painting with time in it. Also es ist ein Bild, wo Zeit dargestellt wird. So I don't know if that helps see Avalokiteshvara a little bit differently, yeah? Also vielleicht hilft euch das Avalokiteshvara ein bisschen anders wahrzunehmen. Yeah. Good. Back to the head. Nochmal zurück zu den Köpfen. So the Bodhisattva, why 11 heads? Also warum hat er 11 Köpfe? It's to see everybody, yeah? Damit er jeden Einzelnen sehen kann. The Bodhisattva does not have a blind spot. Also der Bodhisattva hat keinen toten Winkel. Yeah. there are so many blind spots in life, yeah? Also es gibt so viele tote Winkel im Leben. I mean, I had a blind spot about eating meat. Yeah? Also ich hatte einen toten Winkel, als ich oder nee, wie sagt man da? Blinden Fleck in Bezug auf das Essen von Fleisch. Yeah. Then I stopped eating meat because I became a Buddhist. Und dann habe ich aufgehört, Fleisch zu essen, weil ich Buddhist wurde. And now the blind spot could go. Und jetzt kann dieser blinde Fleck gehen. And I was shocked by meat eating. Und ich bin total schockiert, wenn jemand Fleisch isst. But with a blind spot, you can do anything. Aber wenn man diesen blinden Fleck hat, dann kann man alles tun. Ja, yeah. Ja. Yeah. My big blind spot in Essen is the 146 bus.
Also mein großer blinder Fleck in Essen ist der 146-Bus. Yeah, he will kill me. On my bicycle. Er wird mich auf meinem Fahrrad umbringen. Sorry, that's a little joke. Yep. Ich glaube, da hätte ich jetzt toter Winkel sagen müssen. But the Bodhisattva looks everywhere all the time. Yeah? Der Bodhisattva schaut überall hin, zu jedem Zeitpunkt. All races, all ages, yeah? Alle Rassen, alle Altersstufen. All beings. Alle Wesen. Yeah? You see in the Pali Canon the Buddha rescuing a crow from boys, yeah? Also im Pali Canon kennt ihr bestimmt die Geschichte, als der Buddha eine Krähe gerettet hat vor Jungen. You see Milarepa rescuing a deer from a dog, yeah? Also Milarepa rettet ein Hirsch vor einem Hund. Yeah. I remember being in our retreat center in Norfolk at Padmaloka. Yeah. Also ich weiß noch, als ich mal im Retreatzentrum war in Norfolk, in Padmaloka. And we were standing in the living room. Und wir standen im Wohnzimmer. And we were watching the ducks in the pond. Und wir haben den Enten in dem kleinen Teich zugeschaut. And we were fascinated. Und wir fanden das total faszinierend. There were two males fighting over a female. Und da waren zwei männliche Enten, die über eine weibliche Ente sich gestritten haben, gekämpft haben. And sometimes in this situation the female gets drowned. Yeah? Und manchmal wird in diesen Situationen die weibliche Ente ertränkt. Yeah. And we were standing there passively. Und wir haben einfach passiv zugeschaut. Fascinated. Fasziniert. And suddenly there was a great flash of orange clothes, yeah? Und auf einmal sahen wir da nur noch ein Flattern von orangefarbenen Roben. And it was Sangharakshita in his Buddhist robes. Es war Sangharakshita in seinen buddhistischen Roben. And he would not have this violence in his duck pond. Und er erlaubte es nicht, dass es diese Gewalt gab in seinem Ententeich. Yeah, I felt shame. Und ich fühlte Scham. I had done nothing, you ich know. Hatte nichts getan. So, very good, very good. There is one body. Es gibt einen Körper. And in my fantasy, I imagine this is like the one body of teachings, yeah? Und in meiner eigenen Fantasie stelle ich mir das als diesen einen Körper der Lehre vor. But the arms are, they're different, yeah? Aber die Arme sind irgendwie anders. Yeah? Many of the hands have different tools or gestures, yeah? Also viele der Arme haben entweder unterschiedliches Werkzeug oder eine unterschiedliche Handhaltung. Yeah, we see a bow and arrow, we see initiation vase, yeah? Also wir sehen einen Bogen und Pfeil und Bogen, yeah. Und Initiationsvase. Good, good, good. All of these tools for the Bodhisattva to help living beings. Und all diese Werkzeuge sind da, damit der Bodhisattva allen lebenden Wesen helfen kann. Yeah, it's the image is like the Swiss Army knife for Bodhisattvas. Also das Bild von dem Schweizer Armeemesser für Bodhisattvas. Yeah, it's all there. Es ist alles da. Yeah, good. So let's go through some of these tools now. Yeah? Also lasst uns ein paar von diesen Werkzeugen anschauen. Okay, and this will be quite quick. Yeah, I want to finish by 9:30. Yeah? Und das wird jetzt recht schnell gehen. Yeah. Okay, we see at the top the mala, the beads. Also ganz oben sehen wir die mala. So obviously, the Bodhisattva is offering mantras and which are mind protectors, yeah? Also der Bodhisattva gibt Mantren, die unseren Geist beschützen. We come down, the next one is the Dharma Chakra wheel, the eight-spoked wheel. Und darunter ist dann das Dharma Chakra Rad mit den acht Speichen. So the Bodhisattva is offering the eightfold path, yeah? Also der Bodhisattva gibt uns den achtfältigen Pfad. Then we have the giving gesture, the open hand, yeah. Und dann haben wir die Handhaltung des Gebens, die offene Hand. Yeah.
The Bodhisattva will do anything for you, yeah? Also der Bodhisattva wird alles für dich tun. He or she will always help, yeah? Also er oder sie wird immer helfen. Then we come round to the other side, we see the initiation vase. Auf der anderen Seite sehen wir dann die Initiationsvase. In England there was often a joke that this was a teapot. Also in England gab es öfters den Witz, dass das eigentlich eine Teekanne ist. Because when I first came along, every Buddhist center had an enormous teapot, yeah? Als ich nämlich zum Anfang, als zu Triratna kam, hatte jedes buddhistische Zentrum einen großen Teekanne. Yeah, I think Buddhism came out of tea, yeah? Ich glaube, Buddhismus entstand aus dem Tee. But it is an initiation vase. Yeah, it is an initiation. Aber es ist eine Initiationsvase. So what is initiation? Also was ist Initiation? It is giving an experience to a disciple. Also es bedeutet eigentlich, dass man eine Erfahrung an einen Schüler weitergibt. And then the disciple can take this experience and build on it. Und dann kann der Schüler diese Erfahrung nehmen und darauf aufbauen. And of course, we always think it's the Tibetans who do initiations. Natürlich denken wir immer, ach, das sind die Tibeter, die Initiationen machen. But I realize we do it here a lot. Yeah. Aber mir ist bewusst geworden, wir machen das hier sehr, sehr viel. Of course, we have it in the ordination. Also natürlich haben wir das in der Ordination. I remember Sangharakshita giving me the Avalokiteshvara mantra. Also ich erinnere mich dran, als das Avalokiteshvara mir das Sangharakshita mir das Avalokiteshvara mantra gegeben hat. And I really could feel it vibrating in my own chest as he sang it, yeah. Und ich konnte es wirklich vibrieren fühlen in meinem Brustkorb, als er mir das Mantra gegeben hat. But there's another very common area where we have initiation. Aber es gibt noch einen anderen Bereich, wo wir Initiation haben. And I think it is the beginner's meditation class. Und ich glaube, es ist die Anfängerkurs für Meditation. So I really remember it, teaching meditation in South England, yeah? Also ich erinnere mich dran, wie ich Meditation unterrichtet habe in Südengland. And I taught in Southampton University, yeah? Und ich habe an der Universität in Southampton unterrichtet. And I had a team of 6 students who were very experienced in meditation. Und ich hatte ein Team von 6 anderen Schülern, die sehr erfahren waren in Meditation. And between us we could create an atmosphere of meditation. Und zwischen uns haben wir eine Atmosphäre geschafft von tiefer Meditation. And then newcomers came. Und dann kamen die Neuen. And they had the same experience. Und die hatten die gleiche Erfahrung wie wir. And then they complained. Und dann haben sie sich beschwert. They said, why is it that we can meditate at the university but not at home? Warum können wir hier meditieren an der Universität, aber nicht zu Hause? And I said, because at the university we all create an atmosphere. Und ich sagte dann, ja, weil wir in der Uni schaffen wir zusammen eine Atmosphäre. And we give you a taste of meditation. Und wir geben euch einen Geschmack von Meditation. It's not yet yours. Es ist noch nicht euers. And then you must go home and develop it. Und dann müsst ihr nach Hause gehen und es dort entwickeln. You get the taste here. Also ihr bekommt den Geschmack dafür hier. And you build your muscles up at home. Und dann stärkt ihr eure Muskeln dann zu Hause. And this is nothing other than initiation. Yeah. Und das ist nichts anderes als Initiation. Yeah. That was initiation. The bow and arrow. Pfeil und Bogen. Okay. I think this is Cupid. Also ich glaube, das ist Amor. Cupid. Yes. Cupid. Yeah. And I've spoken to several experienced Buddhists, yeah? Und ich habe darüber mit mehreren erfahrenen Buddhisten gesprochen. They said, of course it is. Und die sagen, natürlich ist das Amor. It's probably some ancient Hindu myth, yeah? Wahrscheinlich ist es irgendein alter hinduistischer Mythos. And the Buddhists have said, we'll have that. Und dann haben die Buddhisten gesagt, ja, wir nehmen den. So the Bodhisattva fires an arrow into the poor disciple, yeah? Also der Bodhisattva schießt einen Pfeil auf den armen Schüler. And probably there's a string on the end and he pulls you in. Und wahrscheinlich ist dann ein Faden am Ende und er zieht dich dann zu sich. Well, is this true? Ist das wahr?
I know a number of order members. Also ich kenne recht viele Ordensmitglieder. And they've both men and women. Männer und Frauen. And they've got new girlfriends and boyfriends. Und die haben neue Freunde und Freundinnen. And those new boyfriends and girlfriends are now order members too. Und jetzt sind diese neuen Freunde von denen auch Ordensmitglieder. They didn't want Buddhism. Die wollten eigentlich gar nichts mit Buddhismus zu tun haben. They just wanted a boyfriend. Die wollten eigentlich nur einen Freund haben. They ended up with the Dharma. Und dann haben sie den Dharma bekommen. So it's a little bit like ordinary love. Yeah, can bring people into the Dharma. Yeah. Also ganz normale Liebe kann Leuten helfen, zum Dharma zu kommen. And I'm not talking about wonderful, beautiful metta. Also ich spreche hier nicht über wunderbares Metta. I'm talking about ordinary, grubby love. Yeah. Also ich spreche hier über ganz normale, schmutzige Liebe. Good. The lotus is the last. Is the sixth hand. Yeah. The lotus. Also in der sechsten Hand hält er dann den Lotus. And I've said enough about the lotus. It is the spiritual path opening at its own speed. Yeah? Und ich habe schon ganz viel darüber gesagt. Also es ist der spirituelle Pfad, der sich von selbst öffnet in seiner eigenen Geschwindigkeit. Yeah. Two more arms hold the wish-fulfilling jewel. Also in der Mitte halten dann zwei weitere Arme den wunscherfüllenden Juwel. And the wish-fulfilling jewel will give you everything that you want. Und das wunscherfüllende Juwel gibt dir alles, was du dir erwünschst. Is that possible? Ist das möglich? I think it is. Ich glaube schon. Years ago, I was on retreat in Ireland. Also vor Jahren war ich auf Retreat in Irland. And I thought, if I become a Buddha, will I have to give up Lavazza coffee with condensed milk? Und ich hatte mir vorgestellt, also wenn ich jetzt ein Buddha wäre, muss ich dann etwa Lavazza-Kaffee mit Kondensmilch aufgeben? Because I love that, yeah. Weil ich liebe das. I don't want enlightenment. Ich möchte nicht Erleuchtung erhalten. But really, Lavazza coffee with condensed milk gives you a feeling. Aber was es ist Lavazza-Kaffee mit Kondensmilch gibt mir ein Gefühl. The old Lavazza, not the new one. Yeah, yeah, yeah. It's gone off. Yeah, yeah. Der alte Lavazza-Kaffee, nicht der neue. Yeah, yeah. But it gives you a feeling. Yeah. Es gibt dir ein Gefühl. And actually, it's the feeling that's important. Und es ist das Gefühl, was wichtig ist. Yeah. It's only the feeling that's important. Es ist nur das Gefühl ist wichtig. Yeah? If something else could give us this feeling, great. Also wenn irgendwas anderes uns auch dieses Gefühl gibt, super. And enlightenment will give you every feeling. Und Erleuchtung gibt dir jedes Gefühl. Yeah? If you like, Lavazza is just a bad copy of enlightenment. Also Lavazza ist nur eine schlechte Kopie von Erleuchtung. Okay. So very quickly now, the eye in the hand, yeah? Also jetzt noch ganz schnell, also das Auge in der Hand. The eye is so important, yeah? Das Auge ist ganz wichtig. When you look into somebody's eye, you can see the intelligence, yeah? Also wenn du jemanden in die Augen schaust, kannst du da die Intelligenz sehen. It's like the eye shows you the mind, yeah? Also das Auge zeigt dir den Geist. Winston Churchill hat gesagt, when you look a pig in the eye, more than a pig looks back at you, yeah? Also wenn du einem Schwein ins Auge guckst, dann schaut dir mehr als ein Schwein zurück. It's a bit shocking, yeah? Ist ein bisschen schockierend. You see the intelligence, yeah? Also man sieht die Intelligenz. Yeah? It's not just a sandwich, you know. Es ist nicht nur ein Sandwich. Yeah? It's a being, yeah? Es ist ein Wesen. Yeah, yeah. But we don't need all these eyes. There's 22 of them in the heads. Yeah? Aber wir brauchen eigentlich gar nicht diese ganzen Augen. Es gibt ja schon 22 in den Köpfen. So, but if this is the symbol for the order, aber wenn das Symbol ist für den Orden, then each of the hands is like an order member. Dann ist jede dieser Hände ein Ordensmitglied. Ideally, of course. Idealerweise natürlich. Yeah? So
each hand is intelligent on its own. Also jede Hand ist intelligent auf seine eigene Art und Weise. So every hand knows what to do in each situation. Also jede Hand weiß genau, was zu tun ist in jeder Situation. Yeah, help must be intelligent. Yeah. Zu helfen bedeutet intelligent zu helfen. But here we have all these thousand individual intelligences, yeah? Aber hier haben wir jetzt diese tausende verschiedenen Intelligenzen. Yeah, good. But in cooperation in one being. Aber in Kooperation als ein Wesen. And that is a real ideal for Triratna Order, yeah? Und das ist ein wahres Ideal für den Triratna Orden. Yeah. Everybody has something different to offer. Also jeder Einzelne hat was Unterschiedliches anzubieten. When I worked with my friend Chakupala in our businesses, we were both different people, yeah? Als ich zusammen mit meinem Freund Chakupala in einem von diesen Betrieben gearbeitet habe, wir waren sehr unterschiedlich. I was better with the people. Also ich war viel besser mit den Leuten. He was good with the books. Er war gut mit der Buchhaltung. He looked, yeah, good. So, we were a team. Also wir waren ein Team. And I look at this our mandala here, yeah. Also ich schaue mir dieses Mandala hier an. And I see how people are all different and can help in their own ways, yeah. Und ich sehe, wie alle so ganz unterschiedlich sind und wie jeder auf seine eigene Art und Weise helfen kann. Yeah. Think of some names. Well, there's Claudia. Claudia, yeah. I remember her making the snow stupa at Vimaladhatu, yeah. Also ich erinnere mich daran, wie sie die Schneestupa in Vimaladhatu gemacht hat. It was beautiful. Es war wunderschön. And then she made the light stupa, which went to Berlin. Und dann hat sie die Lichtstupa gebaut, die nach Berlin ging. Very few of us could have done that work, yeah? Also sehr wenige von uns hätten das machen können. Yeah? Where's Thomas? Where's Tom? Is he here? Our yard sweeper, yeah? Thomas, der unseren Garten fegt. Our Zen yard sweeper, yeah? Unser Zen Gartenfeger. Doing such a perfect job every week, yeah? Der jede Woche so einen perfekten Job macht. You come from a long tradition, yeah? Du kommst aus einer ganzen langen Traditionsreihe. There was a man called Martin before you, yeah? Vor dir gab's jemanden, der hieß Martin. And he too was like my teacher, yeah? Und er war für mich wie ein Lehrer. And his job was more difficult than yours, yeah? Und sein Job war viel schwieriger noch als deiner. Because he must sweep up all the cigarettes from the Goman family in the Forder house, yeah? Weil er musste auch die ganzen Zigarettenstummel von der Goman-Familie, die im Vorderhaus wohnte, auffegen. And he was so patient, yeah? Und er war so geduldig. And one day he got a lit cigarette in his hair. Und eines Tages fiel ihm eine angezündete Zigarette auf den Kopf. And he found it funny. Und er fand es nur witzig. He is my teacher. Er ist mein Lehrer. Yeah. Where's Rainer? Rainer can take you to heaven with his Ilium pipes. Und yeah? Rainer kann euch in den Himmel bringen mit seinen Ilium Dudelsack. Yeah, yeah. It really beautiful music. Yeah. Das ist wunderschöne Musik. I'll stop there, but you can see I could pick so many talents from Sangharaj, but we can all give in all these different ways, and it's like different hands of the Bodhisattva. Yeah. Also ich höre jetzt hier auf, aber jeder hat so ganz unterschiedliche Fähigkeiten und jeder gibt auf unterschiedliche Art und Weisen. Yeah, I told Judith I would mention her downstairs. Ich hatte Judith unten erzählt, dass ich sie erwähnen würde. She can organize. Sie yeah? kann organisieren. I mean, Sangharakshita once said, if you can't be useful, at least you can be ornamental. Und Sangharakshita hat mal gesagt, also wenn du nicht hilfreich sein kannst, dann kannst du wenigstens schmückend sein. Fantastic. And Judith is both of those. Und Judith ist beides. Yeah. Right. And it's amazing how you can help if you are brave. Yeah? Und es ist ganz erstaunlich, wie du helfen kannst, wenn du einfach mutig bist. Many of my mother's friends are dying. Yeah? Also viele von den Freunden von meiner Mutter liegen jetzt im Sterben. She's 86, yeah? Sie ist 86. So when somebody dies, she makes a fruit and nut cake for the one who's living.
Ja? Also wenn jemand stirbt, dann macht sie immer einen Früchte- und Nusskuchen, den sie dann den Überlebenden, also den Lebenden bringt. It's so full of energy, you can live on it for nearly 2 weeks. Yeah? Es ist so voller Energie, dass man da fast 2 Wochen lang von leben kann. And 6 months later, these people come to her and say, this cake saved my life. Yeah. 6 Monate später kommen dann diese Freunde zu ihr und sagen, der Kuchen hat mein Leben gerettet. Yeah, because you are so full of sorrow that you cannot cook, you cannot think. Yeah. Weil du bist so voll mit Leid, dass du nicht denken kannst und auch nicht kochen kannst. So the last part of the symbol is the throat of Avalokiteshvara, yeah? Also der letzte Teil des Symbols ist das der Hals, yeah. Danke. Yeah. And very often it's blue. Und ganz oft wird der blau dargestellt. And Sangharakshita said, this is the symbol for the founder of a Buddhist movement. Und Sangharakshita hat gesagt, das ist das Symbol für den Begründer einer buddhistischen Bewegung. When you start a Buddhist movement, you have a really bad time. Also wenn du eine buddhistische Bewegung beginnst, dann hast du eine sehr schwierige Zeit. Many, many people give you hell. Also sehr viele Menschen geben dir die Hölle. And he said, it's an old myth that when the world was created. Und er sagte, es gibt einen alten Mythos, der davon spricht, als die Welt geschaffen wurde. One of the demons poured in poison. Gab es einen Dämon, der Gift da reingeschüttet hat. And Avalokiteshvara flew down and drank it. Und Avalokiteshvara ist dann runtergeflogen und hat das Gift getrunken. And it didn't kill him. Und es hat ihn nicht umgebracht. But his throat went blue. Aber sein Hals war dann blau. And Sangharakshita said, these poisons can actually make you stronger if you can take them, yeah? Und Sangharakshita sagte, dass dieses Gift einen stärker machen kann, wenn man es nehmen, wenn man es aushalten kann. So, enough, yeah? Genug. I just wanted to say about choosing the world we live in, yeah? Also ich wollte jetzt einfach noch zum Schluss darüber sprechen, dass wir die Welt wählen, in der wir leben. And it's something to do with images, yeah? Und es hat was mit Bildern zu tun. We can choose to bring beautiful pictures of Bodhisattvas into our world, yeah? Also wir können wählen, dass wir wunderschöne Bilder von Bodhisattvas in unsere Welt bringen. We can choose to recite mantras when we're on the bus or the train, yeah? Also wir können uns dafür entscheiden, Mantras zu rezitieren, wenn wir mit dem Bus fahren oder mit dem Zug. And when we're doing that, we're living in a Buddhist world. Und wenn wir das machen, dann leben wir in einer buddhistischen Welt. If we spend hours watching the television, we're not in a Buddhist world. Und wenn wir Stunden damit verbringen, fernzusehen, dann sind wir nicht in einer buddhistischen Welt. I think the television is genuinely our enemy. Also ich glaube, dass der Fernseher wirklich unser Feind ist. Yeah. It's not our friend, no. Er ist nicht unser Freund. Yeah. And so we have to make a choice of what world we want to live in, yeah? Also wir müssen uns dafür entscheiden, in welcher Welt wir leben möchten. I heard somebody recently say, the eye is not just a camera. Und vor kurzem hörte ich jemanden sagen, also die Augen sind nicht wie eine Kamera. It is a projector. Es ist mehr wie ein Beamer. Yeah. And so we actually from our mental states see the world that we want to see. Yeah? Also wirklich aus unserem Geistesverfassung heraus sehen wir die Welt, wie wir sie sehen wollen. And I can remember two fellas coming into the house one day. Und ich erinnere mich daran, dass mal zwei Männer in mein Haus kamen. And the first one came in and said, the streets are full of litter. Und einer kam rein und sagte, boah, die Straßen sind voller Abfall. The next one came in and said, have you seen the cherry blossom outside? Und der andere kam rein und sagte, boah, hast du die Kirschblüten gesehen? They were living in two different universes. Also die haben wirklich in zwei unterschiedlichen Universen gelebt. Ja. Yeah. I think I've said enough really, but the last image. Das letzte Bild.
I'll skip the last bit of my talk. It's too late. I remember the toilet in the first Buddhist center I visited. Also ich erinnere mich an die Toilette im ersten buddhistischen Zentrum, was ich je besucht habe. It was an outside toilet. Es war eine Toilette vor der Tür, also draußen. It was very small. Es war sehr klein. When you sat on this toilet, the door was right by your nose. Also wenn man auf der Toilette gesessen hat, dann war die Tür direkt vor deinem Kopf. And somebody had taken a piece of Indian print. Und jemand hatte einen Ausschnitt von einem indischen Druck. Yeah. And it was a picture of Avalokiteshvara. Und es war ein Bild von Avalokiteshvara. And underneath it said, "This very place, the Lotus Paradise." Und darunter stand hier dieser Ort, das Lotusparadies. "This very body, the Buddha." Dieser Körper hier, der Buddha. And I would sit there with the sunlight coming through the large trees. Und ich saß da und das Sonnenlicht kam durch die Lärchen. And Avalokiteshvara before my nose. Und Avalokiteshvara vor meiner Nase. And I was sitting in paradise. Und ich saß im Paradies. Thank you.